Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soviet Republic hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir bauen hier ein wenig quasi erstmal unsere Landwirtschaft aus und zweitens natürlich auch noch die Textilfabrikation, die wollen wir unbedingt noch haben. Und als letztes haben wir hier die Tankstelle reingesetzt und da können die jetzt alle, die haben einen recht kurzen Weg zum Tanken, das ist schon mal ganz gut, das haben wir schon mal gut hingekriegt. So, hier sind auch schon einige Quadratmeter von dem Feld ge... guck an, das geht ganz gut voran hier. Welches Feld haben sie noch in Bearbeitung momentan? Es müssen noch 4 in Bearbeitung sein, ne? Wenn ich das richtig... Jetzt ist es schon wieder dunkel. Ach, guck mal, das wächst schon sogar schon. Das ist sogar schon im Wachstum. Sehr gut. Also geht der Traktor jetzt natürlich dann wahrscheinlich hier drauf. Wenn er denn hier wieder angekommen ist und sich dann dort einreihen kann. Sind übrigens 3 Verladestationen sind hier an der Station. Und wie viele Verladestationen haben wir hier? 2, also theoretisch könnten wir 5 Verladestationen für Getreide machen. Denn wir können, glaube ich, auch hier Getreide holen. Wenn es hier drinnen liegt, dann wird es einfach über, über das Transportband wieder zurückgeschickt. So, das Depot ist auch fertig. Dort können wir nachher dann ein paar Fahrzeuge, die wir hier brauchen, machen. So, die Straße ist jetzt abgedatet quasi. Also die haben wir neu. Und dann würde ich sagen, bauen wir das Stück Straße hier auch gleich fertig. Und weil es so schön ist, auch gleich das Stück Straße. Und ja, dann genehmigen wir das. Oh. Achso. Ja, oh. Betonbrücke, die sind strompflichtig. Trolleybus-Depot. Achso, mit Trolleybus. Ah. Ja, es gab ein Update, das habe ich noch mitgekriegt, aber ich habe jetzt, ich habe mir auch durchgelesen, was alles Neues bei dem Update und fand das eigentlich alles auch ganz toll und ganz brauchbar. Ich habe es mir aber nicht bis jetzt hingemerkt. Also ich werde jetzt immer wieder wahrscheinlich auf kleine Neuigkeiten treffen, die mit dem Update reinkamen und an denen ich dann sage so, oh, das ist ja toll, habe es aber dann schon gelesen oder so oder sagt dann so, ah ja, kenne ich irgendwoher. So, hier ist eine Baustelle noch am Arbeiten. Hier können wir eine Baustelle hinzufügen. Hier können wir eine Baustelle hinzufügen. Hier können wir eine Baustelle hinzufügen. Hier auch. Und diese jetzt auch. Diese hier. Diese hier. Diese. Und diese. Diese nicht. Diese auch noch nicht. Na gut. Aber wir haben schon wieder einige Baustellen hinzugefügt. Und können dort Material hinschaffen. Und können natürlich dann auch hier. Okay. Ach ja. Diese Baustelle und diese Baustelle hinzufügen. Ist hier, dieses Feld ist jetzt erreichbar, quasi über den Weg. Und dieses Feld muss auch von oben erreichbar werden und nicht von unten erreichbar. Aber das ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Der Traktor wird es schon schaffen. So, wo ist denn jetzt mein 4. Traktor unterwegs? Ist er denn, nee, der ist nicht hier drauf unterwegs. Feld erforderlich arbeiter Nutzerzeuge zum Ernten oder Sehen. Wo ist denn der Traktor denn? Wieder hier drin? Gucken wir doch mal, wo ist der? Der fährt auf dem Feld hoch und runter. Wo ist der? Fällt irgendwo, auch ein Feld hoch und runter. Wo ist der? Ach, der ist beim Tanken. Wie, der ist beim Tanken und tanken nicht. Okay. Was ist da kaputt? Gebäude ist ohne Stromversorgung. Ja. Momentchen, bitte. Hier müsste doch aber eigentlich... Nee, hier ist keine Stromversorgung. Hier ist Spannung. Ah ja, hier wird noch fleißig gebaut. Ah ja. Dann müssen wir das jetzt mal die 700 Rubel. Na gut, noch sind ein paar Leute auf der Baustelle. Ja, lass dich das mal bauen. Okay. Alles klar, okay. Die können nicht tanken, weil sie keinen Strom noch nicht haben da oben. Na gut, das wird sich dann aber demnächst ändern. Okay. Dann weiß ich Bescheid. So, nehmen wir die hier schon für den Hochbau. Ne, da sind wir ja noch nicht ganz dran. Das Stück Straße müssen wir machen hier. Das habe ich ja gar nicht im... Wahrscheinlich im Dings hier. Ach, guck mal, da werden schon ein paar Parkplätze werden hier gemacht. Hier, ein paar Fußwege hier. Das sieht sehr gut aus. So, hier die Straße wird auch gemacht. Mhm. Arbeitstage sind da noch notwendig. So. Die Straße ist... keine Baum zugeordnet. Irgendwie ist das kräftiger, das Rot. Und das Gelb ist irgendwie... das Gelb ist kräftiger, das wird sein. Und es gibt, glaube ich, die Möglichkeit, genau, diesen Klotz wegzumachen. Und alle Warnschilder hier, also dass man vielleicht viele Screenshots oder so... Es gibt eine Steuerung G.
Das habe ich irgendwo jetzt gelesen, dass das geht, aber ich glaube, das ging auch schon vorher. Also das war jetzt nicht Updates abhängig. So. Fand ich ganz geckig, dass das den Modus gibt, weil ich mir so immer gesagt habe, Mensch, jetzt geht's, ich muss es doch die Möglichkeit geben, dass ich diesen ganzen Krempel hier, diesen Block da wegschalten kann. Wie sieht denn das aus auf jedem Foto? Aber, na gut, man kann ihn jetzt wegschalten und kann richtig schöne, vielleicht eventuell sogar dann Filmszenen rausmachen. Und oben unten noch einen schwarzen Balken einblenden und eine schöne Kamerafahrt machen oder so. Mal gucken. Ja, er fängt an zu spinnen. Tut mir leid, aber das hat er nicht mehr. Mir wurde noch gesagt, dass also hier der Busverkehr einfach zu lange braucht, um dorthin zu kommen, beziehungsweise zu selten dort oben Busse ankommen. Es müssten quasi innerhalb von Stunden immer Busse ankommen, also im Stundenrhythmus, weil ansonsten gehen die einfach wieder nach Hause und deswegen haben die dann auch keinen Job und dann haben die auch keine Lust und dann kommen die auch da nicht hin, wo die hinwollen. Wir müssen halt eben hier wirklich das Zentrum Warenhaus fertig bauen, damit es da klappt. So, wie sieht es hier aus auf der Baustelle? Muss noch mal langsam fertig werden hier. Ja, ganze Lack. Kann noch nicht mehr so lange. Ja, jetzt geht. Oh, jetzt geht aber das Geld gut runter darüber. Jetzt arbeiten sie fleißig für uns. Die Arbeitsstunden, die gehen jetzt richtig gut rein. Das merkt man. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist der Moment, wo ich mich dann immer freue und sage, naja, hast ja doch einigermaßen gut aufgebaut und richtig aufgebaut. Das, was du hier machen möchtest. Wir brauchen hier nicht allzu viele Leute. Gut, dass die großen Felder angefangen haben, weil die machen sie ja erstmal fertig, bevor sie tanken fahren. Das ist ganz gut, dass die halt die Traktoren auch auf dem Acker hin und her fahren, wenn der Tank schon leer ist. Also ideal hätte ich es ja eigentlich ganz gern gesehen, dass die, wenn die auf so einen Acker fahren, noch ein Liter Sprit haben und dass sie dann den ganzen Acker machen, ohne dass sie Kraftstoff drin haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nachtanken muss oder ob ich da irgendwie einen Malus drauf kriege. Das kann natürlich sein, dass sie dann halt irgendwie nicht so lang oder so schnell unterwegs sind, aber Herrgott, Sachen gibt's, die muss man dann halt abklären. Früher oder später. So. Gut, was haben wir noch? Wir haben. Hier ein ernstes Problem haben wir eigentlich. Oh, doch auch immer noch. Naja, Gott, nee, jetzt ist ein Arzt da. Der kann ein paar behandeln. Professoren haben wir auch da. Was ganz gut ist, weil wir, glaube ich, jetzt gerade schon Studenten kriegen. Beispiel im Auditorium, nee, ich habe irgendwas Mitarbeiter gekriegt, so, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung, ob ich schon die ersten selber aus. Doch, ein paar habe ich schon selber ausgebildet. Also so ein Stück weit habe ich das schon gesehen. Stimmt, stimmt, stimmt. So, hier sieht man auch schon, Wachstum ist gut im Fortschritt. Das heißt, wir werden jetzt hier unsere nächsten Fahrzeuge kaufen. Natürlich gegen Rubel. Und zwar brauchen wir Erntefahrzeuge und da haben wir momentan nur den einen. Es gibt auch noch keinen neuen, aber mal gucken, wann der nächste neue Mähdrescher kommt. Aber davon brauchen wir auch mal 4 Stück, damit wir die schon mal auf Lager haben. Ja, Geld ist dann natürlich dementsprechend weg, aber das haben wir uns ja angespart für genau diese Zwecke. So, jetzt ist hier Leistung vorhanden. Jetzt kann hier auch der Traktor getankt werden. Nee, ist immer noch ohne Stromversorgung? Wieso ist es immer noch ohne Stromversorgung? Moment. Wo ist es ohne Stromversorgung? Rafoisen hat aber Strom. Besucht das Gebäude ohne Stromversorgung? Ist hier irgendwas nicht richtig angeschließt? Ach, guck mal, das sieht komisch aus hier. Jetzt sieht komisch aus hier. Momentchen bitte. Wir haben hier ein Houston, we have a problem. So, wir müssen mal ganz kurz hier mal die beiden Masten zusammenbringen mit einer elektrisch leitenden Verbindung. Nee, so nicht. Das geht ja wieder mal gar nicht hier. Ah, super Sache, Sani hier. Bin ich richtig gut? Diese Stromleitungen in diesem Spiel, das ist wirklich. Das ist wirklich richtig toll. Also wenn man was richtig toll gemacht hat, dann ist das Stromleitung. Das muss ich jetzt immer wirklich so sagen. So, das ist so teuer hier auch, aber egal, das machen wir jetzt erstmal. Weil da warte ich jetzt nicht drauf, dass sie das fertig bauen. So, und jetzt müsste hier auch Strom ankommen. Ne? Ja, da sind ein paar Kilovolt. Und jetzt kommen wir hier auch mit Strom dran. Wunderbar, einwandfrei. Jetzt haben wir hier auch Kraftstoffversorgung. So, keine angeschlossenen LKWs. Ja, das weiß ich. Das wird aber noch kommen. Da werden wir uns durchaus noch drum bemühen, dass wir die großen geschlossenen LKWs kriegen. Aber erstmal muss hier angefangen werden mit Ernte, dass denn hier die Ernte auf dem Feld liegt, beziehungsweise dass der Mähdrescher dort Abfahrer benötigt. Ich glaube, er fährt gar nicht weiter, wenn der Bunker voll ist oder so, ne? Irgendwas Blödes passiert doch da.
So, wir werden, wenn wir die Straße durch haben, hier eine Querstraße setzen, damit ich das Stück schon mal asphaltieren kann. Und dann werden wir hier quasi das nächste Stück Querstraße machen. Und naja, das Asphaltieren, das können wir dann machen, wenn wir da soweit sind. Aber erstmal müssen wir hier den Tiefbau, die müssen da drin hier erstmal die ganzen Wege und Straßen fertig bekommen. Hier ist noch so ein Miniweg. Aha, okay. Interessant, interessant, interessant. Komm mal her hier. Licht- und Straßenfahrzeug. Das ist natürlich totaler Blödsinn. So, wie sieht es hier aus den Baustellen? Ah ja, guck mal, da wird gleich eine fertig hier. Welche ist das? Gucken wir uns die mal an, wie sie fertig wird. Und gleich ist sie fertig hier. Und dann ploppt auch schon unser, dann fährt unser Schieberaupe auch schon wieder zur nächsten. Sehr gut. Ah ja, guck mal, da sind wir hier schon bis zur Ecke rum. Das ist ja auch gut. Dann können wir ja hier die nächste Straße ansetzen. Ne? Das ist ja schon ganz gut. So, hier können wir auch die nächste Straße ansetzen. Die ist noch nicht ganz fertig. Hier wird aber gearbeitet, so wie es aussieht. Der Wackel nämlich hier wirklich zu komisch. So, das heißt also, wir können hier die nächsten Straßen ansetzen. Wie wäre es denn mit dieser hier und dieser hier? Dann haben wir diese hier, dann haben wir diese hier, dann haben wir diese hier. Dann habe ich schon mal durch. Dann können wir diese anschließen. Dann können wir, nee, das weiß ich nicht, aber diese können wir auf jeden Fall anschließen. So. Nee, die noch nicht, die auch noch nicht. Okay. Aber es wird schon schief gehen. Es wird schon schief gehen. Das ist viel zu tun hier. 4 Kies zu fahren. Wie viel Kies haben wir denn? Im Lager. Oh, das ist natürlich nicht gut. Momentchen bitte. Da muss ich mal ganz kurz abpassen hier, wenn die Kieskutscher hier vorbeikommen und mehr sind. Ein bisschen Kieskutscher, genau. Kommen wir dahin. So, müssen wir nicht ganz so viel Kies verkaufen. So, was brauche ich denn eigentlich für LKWs, die 7,2 Tonnen, 10 Tonnen Pflanzen. Ich glaube, das ist der richtige hier, ne? Der von 1950. 10 Tonnen Pflanzen, ich glaube, mehr gibt es momentan nicht. Der hat 9,6 Tonnen Pflanzen. Der hat 70 km/h, der fährt 62 km/h. Okay, der ist ein bisschen schneller. Der fährt 80 km/h mit 7,2 Tonnen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Hier geschlossene LKWs haben wir ja so einige. Den besitze ich, ne? Der fährt 90 km/h, aber hier, der ist natürlich ja IFA, ja, der ist nicht schlecht, ne? Der W50. Aber 4 Tonnen nur, dann nehmen wir lieber den W50 mit Anhänger. 80 km/h schnell, 7,2 Tonnen, 62 km/h für 10 Tonnen. Gut, auf den Wegen, auf denen die hier unterwegs sind, ist eigentlich reicht erstmal 62 km/h, ne? So viel schneller können sie auch gar nicht fahren und müssen sie ja nachher auch bloß hier so rum und da ran, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich würde das hier über das verteilen. Also die fahren ja immer hier den auch gar nicht mal so wenig Weg. Naja. Na gut, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, Hütchen. Oder auch nicht. So. Das ist fertig. Hier müssen wir es noch fertig bauen wieder, ne? Da müssen wir mal gucken, wann wir das dem Oberamt. Das kann ich dem oberen Amt eigentlich zuweisen, weil das obere Amt hat eigentlich, glaube ich, gerade gar nichts zu tun, ne? Ne, das hat gerade gar nichts zu tun. Dann wirst du mir mal diese Konstruktion hier errichten. Ich hätte ganz gerne, ja, die Straße ist ja fertig geworden. Genau, da sind wir ja mit durch. Das war das Letzte, was das obere Bauamt hier ja machen sollte. Und dann kann ich die hier noch zuweisen, wenn das, der Block steht. Also den Block möchte ich gerne noch hinstellen, bevor wir hier mit dem Zentrum Warenhaus anfangen. Warum ich mal Zentrum Warenhaus sage, ja, könnte sich vielleicht der ein oder andere erklären. Der weiß, wo das mal stand oder was das mit Aussicht hat. Wo es das gab. So, dann machen wir das hier noch mit ein bisschen. Ich muss hier noch Verstromung, habe ich auch nicht reingeplant, ne? Da muss ich auch noch unbedingt dran planen, dass ich hier irgendwo Strom reinkriege. Bin nicht sicher. Muss ich hier auch wieder einen Schalter dazwischen bauen, zwischen dieser Haupttrasse, ne? Das ist ein Umspannwerk. Ja, da muss ich hier einen Schalter dazwischen bauen. Bis ich hier abnehmen kann. So. Und so richtig den Schalter dazwischen bauen kann ich nicht, weil ich hier eigentlich mit den Gleisen lang will. Und auf die Seite kann ich den Schalter auch nicht setzen. Aber ich könnte ja von hier eigentlich noch abzweigen und dahin gehen, ne? Ja, das müsste ja gehen. Hier an der Straße lang und dann darüber. Ist denn hier sowas geplant wie so ein Trafohäuschen? Ach, ist sogar geplant, ein Spannwerk. Das ist ja geckig. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass ich es da reingeplant habe, aber doch habe ich. Ich habe nur die Infrastruktur wahrscheinlich noch nicht reingeplant. Die Hochspannungsleitung will ich gar nicht setzen. Ich will. Nee.
mit dem Mega, das ist schon echt eine fiese Nummer, ne? Jo. Mal planen, da müssen wir bloß mal gucken, dass wir die Baustelle wieder finden. Damit wir die dann zuordnen können. Hier, wenn ich hier eine Baustelle zuweisen möchte, ich weiß gar nicht, ob ich es kann mittlerweile. Warte mal, doch, müsste ich ja können. Nee, das hat keinen Straßenanschluss, ne? Also da werde ich auch noch da Schwierigkeiten kriegen. Muss ich jetzt hier den Straßenanschluss bis daran haben, damit ich dann an diese Strecke hier rankomme. Damit ich die Baustelle hier einem Bauamt zuweisen kann, weil kaufen ist ganz schön teuer. 12.000 Rubel, die kostet ordentlich. Die Strecke, das will ich lieber in das Haus stecken dort. So, wie sieht es hier oben aus jetzt mit unseren Feldern? Das ist im Wachstum, das wird bearbeitet. Unsere Traktoren sind alle am Tanken, nehme ich an. Gucken mal, wo bist du unterwegs? Ah, du bist gerade irgendwie irgendwo hin. Ach, du bist gerade von da unten unterwegs. Sehr gut, weil die Straße gesperrt ist. Willst du entweder dort oder dorthin? Na, gucken wir mal. Du fährst nach dort. Und hier sind noch zwei weitere Traktoren unterwegs, die nach oben gehen. Sehr gut. So, dann ist das Feld hier auch bald fertig. Sehr schön. Und hier könnte man dann schon bald die erste Ernte einfahren. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also theoretisch hoffe ich einfach, dass es wirklich so ist, dass das hier fertig gewachsen ist, geerntet ist. Wenn das letzte hier oben angesät ist, damit die dann instant wieder sehen. Aber vielleicht eventuell muss ich da nochmal gucken, dass ich da mit den LKWs, quasi die LKWs von manuell steuere. Dass ich einfach von Feld hierher zum Ausland oder hierher zum Ausland immer vom Feld aus fahre. Oder direkt hierhin vom Feld aus. Also jedem Feld einen LKW zuordne, der da in dem Feld drin steht und wartet, bis er voll ist und dann immer hier abliefert. Das müsste ja nicht auch gehen, ne? Müsste ja nicht auch gehen. Dann haben wir hier zumindest schon mal jede Menge. Und zwei LKWs hier drin lassen, die von hier aus gesteuert werden. Die von hier aus immer ab und zu hinfahren und mal ablernen, damit wir dann das hier für die. Also hier brauchen wir ja auch sehr viel Nahrungsmittel. Ne? Und das haben wir ja nicht in einem zentralen Bunker hier an der Stelle. Naja, müssen wir mal gucken. Mal gucken, wie wir da mit der Nahrungsmittelproduktion zurechtkommen. So, die Baustelle, die hat schon ein Bauamt. Ja, hat sie schon. Viele Ressourcen, Kies und so. Keine Fahrzeuge. Naja, gut, das kennen wir ja schon. Wie sieht es denn aus hier mit dem Kies? Naja, stapelt sich schon wieder. Sehr gut. Das ist sehr gut. So. Gut, das macht das Hochbauamt jetzt so. Wie weit sind wir da? Beton haben wir schon da. Kies haben wir schon da. Naja, Asphalt und so. Da hat er bloß einen LKW, das Bauamt. Aber das macht er erstmal. So, nichts weiter. So, hier, der fährt da hin. So. Das Problem wird bloß sein, wenn der quasi der Traktor, wenn der zum Feld fährt und ja, wie soll ich es ausdrücken? Also wenn der quasi hier oben denn zu diesem Feld fahren muss oder so, dass der dann mit mal schon keinen Kraftstoff mehr hat. Das wäre sozusagen der Worst Case. Ja, aber es sieht ja erstmal ganz gut aus. Ja, doch 75 Liter, also das werden sie wohl schaffen, soweit sind die Strecken noch nicht. So. Und sie fahren natürlich hier auf der Straße auch nur 14 km/h. Die können halt nicht schneller. Neue Fahrzeug, das Typ ist verfügbar. Und zwar haben wir hier noch wieder eine E-Lok oder eine dieselelektrische Lok. Man weiß es nicht. Könnte eine E-Variante sein. Aber naja, das setzen wir noch nicht an. Also über hier Züge haben, das dauert noch ein bisschen. So, hier wird gerade abgeliefert die Schieberaupe, damit ihr hier ganz schnell die Auffahrt fertig machen kann für, was ist das überhaupt? Ach, ein Parkplatz. Genau. Da wollen wir einen Parkplatz haben für ein paar Arbeitsplätze. Ich kriege noch einen, ne? Also ein paar Parkplätze habe ich dazwischen gebaut hier schon. In der Hoffnung, dass denn dort quasi dann die Arbeitsplätze. Ah ja, guck an, 33 Arbeiter kann hier anliefern. Das ist nicht schlecht. Das ist aber nicht rechtfertig hier. Sehr gut, wie sieht es hier aus mit Arbeitern? 0, okay. Hier brauchen wir noch. Das ist aber auch schon zugewiesen. Okay, ich dachte schon, dass das nicht zugewiesen ist. Ah, es wird schon schief gehen. Das wird schon werden. Also, das sieht ja ganz gut aus bis jetzt. Hier geht jetzt der Bagger auf Reisen in Richtung Baustelle vom Hochhaus, damit er dort das Fundament machen kann. Hier haben wir wahrscheinlich den Asphalt dafür auf Lager. Nee, das ist Kies. Wo bringst du das hin? So, unverhältnismäßige Straße. Okay, das ist was anderes.
Also der fährt jetzt hier oben hoch, der Bagger, ne? Und da ist der Betonmischer schon wieder gewesen und der Kipplaster war da. Und der erste Asphalt ist da. Der Laster muss noch zweimal fahren. 9 Leute für die Baustelle sind auch schon hier. Ich denke mal, die kommen von hier rüber und gehen einfach auf die Baustelle und bauen ein bisschen. Dann haben die zumindest schon mal einen Job. Das war schon mal auch ganz gut. So, wie sieht's hier aus? Oh, Studenten warten auf Professoren. Eben gerade waren aber noch welche am Studieren. 1,25 ist jetzt schon drin. Okay. 1,58. Oh ja, jetzt sind jede Menge Studenten hier drin. Aber 1,58 ist die höchste Bildungsstufe, die ich jetzt unter den Studenten gesehen habe. Ich weiß nicht, wie lange der noch Student ist. Aber der ist Alter 19 oder sie. Manjanka Lymphadora Nikolajovna. Nikoti. Was? Niki Povia. Oh Gott, das sind ja alles Namen immer. Mordgrof Alexei Maximovic. Ach du Jemine. Namen als Zungenbrecher. Na gut, aber das ist halt so. Wir sind halt eben doch ein russischer Satellitenstaat und haben sehr viele russische Einwanderer uns geholt. Und dann kann man sich nicht wundern, wenn die Leute dann auch so heißen. Ich weiß gar nicht, wenn ich mir jetzt amerikanische Einwanderer hole, ob die dann amerikanischen Namen haben und ob, wenn man jetzt so einen Afrikaner oder afrikanische Einwanderer sich holt, ob die dann halt eben afrikanischen Namen haben. Das weiß ich gar nicht. Das könnte man nochmal in Erfahrung bringen. Hier können wir das nächste Stück selten. Das können wir jetzt gerade nicht machen, weil die Fahrt gesperrt ist. Da würden wir quasi, wenn ich das jetzt hier noch wegsperre, würde mir hier an die beiden Felder nicht mehr kommen. Alles klar, okay. Das ist gar nicht mal so doof gewesen, das so zu machen. So, du hast hier hinterm Trecker festgehangen. Wie bist denn du jetzt wieder immer noch unterwegs? Hä? Wo ist aber mit dir nicht richtig? Tritt da schon der Fall ein, dass es zu weit ist, dass er nicht da bis dahin fahren kann? Naja gut, später werden sie hier in der Mitte durchfahren, aber das war ja jetzt merkwürdig, würde ich sagen. Merkwürdig, ja. Das ist, glaube ich, genau das richtige Wort dafür. So, wie sieht es hier aus? Ah ja, Baufortschritt, hier geht ein bisschen was voran. Unvollendete Straße, 72%. Das müsste die hier oben sein. Die Baustelle. Und das müsste die andere sein mit 31%, oder? Nee. Momentchen. Ah, das ist die 31%ige. Wo ist das hier? Ah ja. Das ist das hier. Okay, das geht ganz gut vorwärts. Ja, das ist bald fertig. Sehr schön. Da freut sich der Bauherr. Da freut sich auch der Stadt- und Staatshalter. Was? Staatshalter? Gibt es sowas eigentlich? Stadthalter kenne ich, aber Staatshalter? Naja. Keine Ahnung, was das sein soll. Klingt auch wie irgendeine Krankheit. So. Also hier die Kita, das ist ja schon mal gebucht, ne? Das wollten wir sowieso machen. Warte mal, die können wir doch eigentlich schon mal, da können wir schon mal gucken, dass wir da vielleicht die Kita eingebaut kriegen. Straßenanschluss muss ich da auch noch für machen. Kriege ich da nicht mehr rein in dieses Gebiet hier? Was ist denn da wieder phasig? Gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte hier eine Kita hinkriegen. Oder wollen wir die Kita hier am... Naja gut, aber wenn, dann muss ich hier noch Blöcke hinmachen, ne? Die Kita zwischen den Blöcken? Hier so an dem... Wieso passen die da nicht dazwischen? Land ungerade und dann ist... Das ist ja gar nicht mal so schön. Hätte ich ja wirklich gerne dort gehabt, muss ich sagen. Hier hinten kann ich es auch noch hinsetzen, aber das ist schon dabei zu weit weg von den Häusern. Ich dachte echt, ich kriege hier die Kita rein. Kriege ich hier eine Schule rein? Wahrscheinlich noch weniger, ne? Ja. Naja, weil es auch alles nicht so ganz gerade ist da drin, ne? Oh Gott, da werde ich noch Probleme kriegen. Also, da werden wir noch Probleme kriegen. Die müssen wir unbedingt noch, begutachten, wie das denn da so läuft. Also, wie das denn gut läuft. So, der Weg ist fertig, der Weg ist fertig. Der wird gerade fertig gemacht. Ja, gut, der ist kein Baum zuordnen. Da müssen wir noch dran, ne? Durch die ganzen kleinen Dinge hier den Baum zuordnen. Der wird gerade konstruiert anscheinend. Hier brauchen wir auch einen Baum zu. Okay. Hier brauchen wir noch einen Baum für.
Na gut, wir gucken mal, wie viel hast du jetzt hier auf den Baustellen? Nee, bearbeite die erstmal hier. Unvollendete Straßen sind da wichtig, der unfertige Fußweg ist da wichtig, okay. Scheint hier irgendeine andere Straße. Achso, die hat keinen Kies gekriegt. Ah ja, hier, die hätte schon Kies gehabt. Deswegen geht es da jetzt weiter. Die wird ungefähr auch bis 31% kommen. Weil in der Kies wird. Nein. Ja, 20 Tonnen. So. Und du wartest auch. Oh, du wartest sogar auf 22 Tonnen. Du bist ein Stückchen länger, oder? Upsala. Haben wir da nicht gleichmäßig gebaut? Das ist sowas. Das ist sowas. Wir haben das gemacht. So. Wie sieht es hier aus auf dem Feld? 59% schon mal gewachsen. Wie sieht es hier aus? 30% gewachsen. Und das ist. Oh, sieht ganz gut aus. So, aber die sind jetzt hier auch schon ordentlich weit in Gange. Und das könnte sogar klappen, ne? Mit dem Plan, so von wegen, dann fahren die vier jetzt hier drauf rum. Dann sind die währenddessen hier auf den vier Äckern noch unterwegs. So, jetzt sind fünf. Naja, da müssen wir mal gucken. Und dann, ja, das könnte klappen. Also vielleicht ein Traktor und ein mähdrescher mehr und dann halt zwei LKWs und die anderen LKWs halt direkt auf Feldern anweisen, dass die dann direkt auf Feldern warten, wenn was fertig ist, damit die abtransportiert werden. Und zwei große Felder lassen wir dann hier für dieses Ding und vielleicht eventuell dann halt mit dem Abtransport hier in die Teile rein. Hier, dass da immer genügend Nahrungsmittel sind. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und von da aus den Abtransport natürlich für die Fleischwaren müssen wir natürlich auch noch schaffen, dass die dann alle hier mal reingebracht werden. Beziehungsweise, ja, ich kann sie hier nicht reinbringen. Ne? Wenn ich hier... Ich glaube nicht, dass ich die hier anliefern könnte. Hier kannst du auch nicht anliefern. Na gut, okay. Ah, nee, die brauche ich ja nicht von einzeln. Die habe ich ja hier gesammelt. Ah, stimmt, da war ja was. Habe ich hier die gesammelten Berge. Gut. Wie sieht es hier aus mit dem... Wie viel hast du noch? Oh ja, jetzt werde ich aber einige fertig gemacht. Unvollendete Straße. Das ist auch wieder so eine kurze, die läuft. Oh, die hat Kies gekriegt hier oben. Anscheinend eine. Noch weiter. Ach, die hier hat nochmal Kies gekriegt. Okay. So, und hier oben auf der Baustelle sieht auch sehr schön aus. Das heißt, hier brauchen wir nachher bloß noch Stahl- und Plattenbau. Und dann steht der Block auch. Und dann müssen wir da mal ein paar Leute noch umsiedeln. Und dann müssen wir hier die Planung für das... Also ich mache jetzt die Planung für das Zentrum Bahnhof schon mal fertig. Ah, Workshop-Buildings. Ah, okay, gibt es hier eine eigene Kategorie. Sehr schön. Ein Einkaufszentrum wollen wir hier nämlich hinbauen. Wo man alles kriegt. Wenn man kleines oder wenn man großes? Wenn man ein kleines Einkaufszentrum, würde ich sagen, ne? Das ist wirklich sehr überschaubar. Also von der Größe her ist das wirklich sehr, 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 sehr niedlich. Wir müssen anliefern können. Also brauchen wir eine Straße hin. Ja, das werden wir über einen LKW machen dann, ne? Und Nahrungsmittel anliefern lassen und so. Und ich denke mal, hier sitzt das eigentlich ganz gut. Und kann sich ganz gut vernetzen und sollte eigentlich dann von allen ganz gut erreichbar sein. Gut, dann setzen wir das mal dahin. Wir planen das schon mal. So, Rathaus, Buchhaltung, das kommt auch noch alles. Autohändler brauchen wir auch erstmal noch nicht. Fernsehstation, Radioüberwachungsstation für Verschmutzung, was soll das denn? Eine Feuerwache, ein Rundfunkhaus, das ist alles viel zu teuer. So, das hätten wir. So, kriege ich... Ah, hier kriege ich aber meinen Sportplatz noch rein. Das ist schon mal gut. Dann werden wir hier den Sportplatz hinbauen. Das Platz nicht. Nur einen Fußballplatz da rein. Oh, passt da noch. Na. Passt da noch rein. So, gut. Den Fußballplatz haben wir dann auch. Dann wollten wir ja ein Kino, brauchen wir dann ja hier irgendwo noch. Ah, da muss eigentlich schon die Kita hin. Kino ist das so wichtig, dass wir da... Kino könnte man hier noch vorstellen. Kino könnte man hier noch vorstellen mit dem Straßenanschluss noch da oben. So, dann nehmen wir jetzt hier die Kita hin. Also eine Kita hin. Also wir brauchen mindestens zwei Kitas. Das ist natürlich klar. Bildung. Brauchen mindestens zwei Kitas, aber eine machen wir dann hier so hin. So. Und dann brauchen wir noch eine Schule und die bauen wir erstmal hier rein.
Dann haben wir erstmal schon mal eine für die Seite hier. Mit Straßenanschluss natürlich nach dort. Da müssen wir ganz kurz den Straßenanschluss dann da noch durchzerren. Nochmal drehen die ganze Geschichte hier. So, eine Schule hätte ich gerne hier. So. Uni haben wir ja. Das passt ja hier alles. Das sollte dann nochmal helfen. Dann haben wir hier jetzt das Warenhaus. Da kriegen wir alle Waren drin. Hoffen wir zumindest. Ach, hier, guck mal, können wir die mit Lampen bauen. Mhm. Das muss ich dann upgraden. Da stehen sie an mit dem Plattenbau, okay. Oh, nicht weiter schlimm. Schon mal genehmigen. So, dann ist das hier schon mal alles einigermaßen angebunden. Dann brauchen wir jetzt noch die Fußwege oder wollen wir die denn, nee, die machen wir später da rein. Aber wir könnten hier quasi schon mal ein nee, so nicht. Und hier gerade nach da oben machen. Das geht schon mal. Der dann hier mit dran geht und hier mit dran geht. Und hier mit dran geht. Hier so quer durchgeht. So. Ja, hier müssen wir dann auch noch einmal. Ja, das machen wir auch später dann. Das machen wir auch später, das machen wir auch später. Und hier verbinden wir schon mal. Ne, das machen wir auch später. Dann lassen wir es erstmal so bauen. Okay, dann genehmigen wir die Bauten auch. So. Dann müssen wir jetzt bloß dann die Bauten dann irgendwann früher oder später zuweisen. Und als erstes wird dort dieses Warenhaus hier gebaut und die Zufahrtsstraße natürlich dahin, damit wir das dann auch haben. So, das werden wir aber erst... Obwohl, die sind ja bald soweit. Dann kann ich hier ja eigentlich schon mal dem Konstruktionsbüro Bescheid geben. Gennen hier. Bau uns hier oben schon mal... Das Stück Straße, das Stück Straße, das Stück Straße. Kann ich ja das schon mal anweisen hier. Die Stücken, die gehen. Und die anderen Stücken bauen wir später dazwischen. So, das haben wir, das haben wir. So, das haben wir nicht. Ist auch schon zugewiesen. Anscheinend schon. So, gut. Dann hat das jetzt erstmal auch ordentlich zu tun. Dann kann der LKW erstmal fahren. Das hat auch einen geschlossenen LKW für die anderen Sachen. Hier ist die erste Straße komplett fertig. Dann werden wir jetzt die Straße hier noch modernisieren. Und dann sehe ich aber schon wieder, dass die Uhrzeit so weit fortgeschritten ist, dass wir hier jetzt doch durchaus... wo ist denn das, was ich suche? Hier. Da. Nee, das war der LKW, den will ich nicht. Mach dann mal die Straße hier noch. So. Gut. Da hat auch jede Menge Gebäude schon vieles fertig, das heißt, wir können auch da rein, aber wie gesagt, hier investieren wir auch ziemlich viel rein, damit die Bevölkerung, die hier oben steht, dann halt eben diese Flüchtlingswelle, die wir momentan haben, dass das dann erstmal wieder eingedämmt wird, damit die oben versorgt sind. Dort wird natürlich dann erstmal ein bisschen direkt importiert und dann müssen wir natürlich dann unsere eigene Produktionsstätten sagen, kommt, fahrt vorher da oben hoch, ladet hier ein bisschen was ab und fahrt dann erst zum Verkauf oder sowas. Oder Pendelei machen, irgendwas. Wir werden sehen, wie wir es hinkriegen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir uns morgen wiedersehen bei der nächsten Folge von Workers and Resources, Sorry to Public hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wie gesagt, also die große Stadt, die hier entstehen soll, also hier ringsherum soll ja dann durchaus eine etwas größere Stadt entstehen. Die muss natürlich dann langsam auch mal gebaut werden. Also ich denke mal, dass wir noch eine zweite Reihe Blöcke hier drumherum bauen und dann müsste das hoffentlich, was hier in der Mitte ist, alles reichen für die Leute, die hier dann ringsrum wohnen. Wir wissen es noch nicht, aber wir werden es rauskriegen. In diesem Sinne, ich bin dann mal raus. Bis dann. Tschüss.